zusammen. Heute möchte ich euch mal kein Nähtutorial zeigen, sondern möchte ich euch zeigen, wie man ein Stuhlkissen neu bezieht. Und zwar benötigt ihr dafür Tackergerät, gibt es in jedem Baumarkt und ist auch gar nicht so teuer, beliebigen Baumwollstoff. Wichtig ist wohl, dass es ein richtig fester Baumwollstoff ist, der auch nicht zu dünn ist, weil die reißen dann einfach zu schnell. Und die sollen ja schon eine gewisse Zeit aushalten. Vielleicht braucht ihr den alten Sitz. Der ist in unserem Fall jetzt schon abgeschraubt vom Stuhl. Die Rückseite ist aus Holz. Und hier ist das alte Polster. Es ist noch super gepolstert. Wir nehmen das nicht ab. Wir machen einfach den neuen Bezug darüber. Das reicht vollkommen aus. Wenn nicht, kann man auch das neu machen. Das möchte ich euch jetzt aber hier nicht zeigen. Ich möchte euch jetzt einfach die einfache und schnelle Version zeigen. Viel Spaß! So, wir fangen an. Als erstes legen wir den Stoff verkehrt rum auf den Boden und das Polster verkehrt rum drauf. Ziemlich mittig. Wir lassen genug Rand. Es darf ruhig überschüssig sein, besser als dass es zu kurz ist. Und ich fange dann an der Vorderseite an, also da, wo die Beine runterhängen, und setze den ersten Tack in der Mitte und gehe dann nach außen entlang. Als nächstes mache ich dann die gegenüberliegende Seite und wenn die fertig ist, fange ich an, die Ecken zu machen. Die sind eigentlich das Schwierigste bzw. wo man das meiste Gefummel hat. So, die ersten zwei Ecken habe ich fertig. Das Ergebnis sieht dann schon mal von der anderen Seite wie folgt aus. Und als nächstes mache ich die anderen beiden Ecken. Ich gehe schön in die Ecken rein, damit auch nicht da strammer, überschüssiger Stoff ist, sonst kriegen wir es hinterher nicht mehr in den Stuhl hinein. So, und jetzt kommen die Seiten dran. Die müssen wir auch sehr stramm ziehen und die ersten Tacker setzen wir. Für die darauffolgenden Tacker müssen wir gar nicht mehr ganz so stramm ziehen. Dasselbe auf der anderen Seite. Und wenn wir das gemacht haben, ist das Ganze auch schon fertig. So sieht das dann aus, schön stramm. Und auf dem Stuhl sieht das Ganze dann so aus. Ich bin total happy. Ich muss wohl sagen, es ist auch echt schwierig. Es ist mit viel Kraft und die nächsten drei Stühle, die noch anstehen, wird auf jeden Fall mein Mann machen.